Ja, kriegen wir schon. Deswegen habe ich es extra hier hingestellt, damit ich ein bisschen, damit sie mir nicht direkt ins Wasser fallen kann. Bodo Mau seine Truppenteile oder was? Bitte? Bodo Mau seine Truppenteile? Ja, ja, genau. Ja, ja, Mau seine. Wo geht er jetzt ran? Da oder hier? Ja, müsste hier müsste rankommen, wo wir stehen. Ja. Das Biest, guck mal, der Schwarze da hinten. Ja, ich weiß.
Und da musst du drauf aufpassen, bitte, ja? Ich grüße euch alle ganz herzlich, alle Mescheriner und ihre Gäste. So, meine Nächsten, bringt mir meine Brille. Älter geworden und ohne Brille geht nichts mehr. Ich, Herrscher über alle Seen, Flüsse, Rinnsale, Tümpel, Neptun, der Zweite, der Wässrige, geruhe so wie in jedem Jahr, auch dieses Jahr den herrlichen Ort an der Oder zu besuchen. Wie ihr seht, hat sich auch tief unter dem Meeresspiegel in meinem Reich der Fortschritt durchgesetzt. Ich bin heute nur mit meinen Nixen auf Inspektionstour. Nixen, die Garde, die Seeräuber und andere bärtige Gesellen sind zu Hause geblieben. Sie kümmern sich um die Hausarbeit. Groß Reinemann ist angesagt. Die Stallung der Seepferde ausmisten. Die Algengärten pflegen, Korallenbänke beschneiden, Seegraswiesen mähen und Perlen putzen. Und natürlich haben sich auch um die Kinder zu kümmern. Spazieren, schwimmen, Algenbrei kochen, Strümpfe stopfen. Die Älteren unter euch wissen noch, was ich damit meine. Es ist auch angenehmer, nur mit Nixen zu reisen. So kann man sich ganz in Ruhe der üppigen Formenvielfalt hingeben und genießen. So, lasst uns nun zu den Staatsgeschäften kommen. Am heutigen Tage, dem 8. Juni 2013, stelle ich euch meinen Nachfolger vor. Prinz Neptun
bitte auf die Bühne. Mein Nachfolger, Prinz Neptun, begrüßt ihn! Begrüßt meine Nachfolger, Prinz Neptun! Hallo? Hier haben wir einen kleinen Jungen, Moritz. Moritz hat Angst vor Neptun. Moritz, brauchst du doch gar nicht. Moritz! Die Eltern möchten bitte den kleinen Moritz hier in Empfang nehmen. Er hat Angst vor dem Ungeheuer und nicht vor Neptun, ne? Von mir. Du hast doch gar keine Angst. Ich bin doch ganz lieb. Ach, jetzt kommt der große Moritz. Der große Moritz nimmt den kleinen in die Wahrsam. Keine Panik. Keine Panik. Bestellt die Polizei wieder ab. Alles ist gerettet. So, kommen wir wieder zu unseren Staatsgeschäften. Wie gesagt, Prinz Neptun, mein Nachfolger, stelle ich hiermit vor am heutigen Tage. Lange Jahre hat er sich an verschiedenen Fischschulen auf meine Nachfolge vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass auch schon das Alter sein Tribut fordert. So habe ich im vergangenen Jahr einen eklatanten Fehler begangen, doch dazu später. So. Mein Nachfolger wird heute und hier die heilige Weihe empfangen. So, ihr Nächsten, seid ihr bereit? Der Prinz möge Platz nehmen auf dem Stuhl. Am heutigen Tage wird mein Nachfolger, Neptun der Dritte, vorgestellt. Er hat ein Jahr Zeit, seinen Namen sich zu erwerben. Neptun der Dritte ist seine offizielle Anrede. Sein Name und die Taufe zu diesem Namen erfolgt im nächsten Jahr, auf dass er die Kraft dazu habe, gebt ihm den Trunk, der ihm dieses verleiht. Meine Kräfte gehen auf ihn über. So, ich überreiche hiermit Neptun dem Dritten sein Zepter. Bitte, meine Nixen. Und natürlich auch das Zeichen der Amtsgewalt, die Krone, geht über an meinen Nachfolger. So, somit ist er gekrönt, aber wie gesagt, seine Namen und die Taufe erfolgt im nächsten Jahr. Nun hat mein Nachfolger das Wort. Hallo, ihr Landratten! Sehr geehrter, geliebter Meeresgott Neptun, der ihr der Herrscher seid über Meere, Seen, Flüsse, Pfützen, Tümpel, Kanalisationsanlagen und allen sonstigen wasserführenden Rohre. Liebe Nixen, hochgelehrter, der euch die Kraft und das Wissen gegeben ist, von uns allen Lastern zu heilen, versammelte Taufgemeinde. Und wieder einmal begrüßen wir die Lustjacht Möscheriner
auf dem Wege über die Oder. Ganz ohne Überraschung stellen wir fest, dass schon wieder unreine Großmäuler am Ufer der Oder versammelt sind. Die vom Schmutz der nördlichen Halbkugel zu reinigen, ist heute unser Anliegen. Mit dem größten Vergnügen werden wir Ihnen die hehre Zeremonie der Taufe zukommen lassen. Keiner der Täuflinge braucht sich vor Furcht in die Hosen zu beschmutzen. Es sei denn, er ist mit unseren Mescherinern Beobachtern negativ aufgefallen. Ist er zu seinem Vorgesetzten immer freundlich gewesen und hat er nie ein vorlautes Maul gehabt, so wird er die Gunst seiner königlichen Majestät gewiss sein. Ist er aber aufsässig und respektlos gewesen, so wird ihm Neptuns Zorn unvergesslich bleiben für alle Zeiten. Wir alle, die wir hier versammelt sind, wollen jedoch hoffen, dass niemand verstoßen wird und alle geläutert hiernach feiern können. Wir alle, die wir hier versammelt sind, wollen... So frage ich denn, Herr Neptun, wollt ihr in eurer unbeschreiblichen Güte und Barmherzigkeit diese unwürdigen Gestalten nach erfolgter Taufe aufnehmen in eure große Mescheriner Gemeinde? Seht ihr Unrein, Neptun ist euch hold gesonnen und wird allen Unrat von euch abwaschen, auf dass ihr geläutert mit uns danach feiern könnt. Hiermit bitte ich nochmal den Vati um die Zeremonie des Läuterns. Danke. Ihr Nixen, seid ihr bereit? Es ist heute die erste Vorführung, dass Frauen die besseren Seeräuber sind. Sprüht ihn ein, seift ihn ein, seift ihn ordentlich ein, gebt ihm Sahne. Ihr braucht nicht sparen, wir haben genug. Gebt ihm Sahne. Jawohl, wir müssen diesen Namen wieder von ihm abwaschen. Auf dass nichts von diesem unrühmlichen Namen an ihm haften bleibt. Nehmt den Pinsel und verteilt alles kräftig übers Angesicht. Und nebenher schleift schon das Messer. Es muss scharf sein. Es muss durch die Ohren gleiten. So, schabt ihn ab. Schabt den ganzen Namen ab. Wie ich bemerke, gefällt es den Delinquenten von den Nixen behandelt. Nun ja, ich meine, ein Ohr, was ist das schon? Ah, da stehen die zwei. So. Jetzt spült ihn ab. So, gebt ihm den Ton. So, werte Nixen, nach der äußeren Reinigung, den innere, gebt ihm den Trunk. Aber ordentlich, er möchte ihn trinken. So, der alte Name ist von ihm abgewaschen. Kein Makel klebt noch da dran. Wir werden in die neue Taufurkunde vorlesen. So schön. Taufurkunde durch die Hand seiner wässrigen Majestät Neptun II., Herrscher über alle Meere, Flüsse, Seen, Tümpel und Rinnsale, wurde die staubige Landratte auf den Namen Kapitaler Platzhirsch vom Oderstrom getauft, auf dass dies sein Name
auf dass er diesen Namen in Ehren trage und einen stolzen Klang verleihe. Hubertus! Dein Irrtum, so ist er, hat er ja gesagt, er hatte keine Brille auf. Deswegen kann er runter nicht sehen, dass ich männlich bin und nicht weiblich. Aber das hat er ja nur eingesehen. So, das nächste Mal werde ich eingehender die Kontrollen durchführen. Man macht es ja normalerweise mit der rechten und mit der linken Hand. So, wir verabschieden den kapitalen Platzhirsch. Mit einem Applaus! Zur Fütterung des Ungeheuers. Es ist sehr unruhig und wir wollen nicht, dass hier nur einige Gäste verschwinden. Also ihr Nächsten, gebt ihm den Braten und gebt ihm zu trinken. So. Was muss ich hier hören? Was muss ich hier hören? Einstören, Frieden in unserer Runde. Wir müssen. Wir müssen diesen Störenfried. Das Ungeheuer, lasst es los, fangt den Störenfried, fangt ihn! So, ihr Häscher, holt das Ungeheuer mit dem Störenfried nach oben. Nein, gebt Acht. Wir heben uns diesen Störenfried bis zum Schluss auf. Wenn der Störenfried nicht gleich ruhig ist, kriegt er noch einen Knebel. So. Liebes Ungeheuer, kümmere dich bitte drum. So, wir haben jetzt noch eine ehrenvolle Aufgabe zu erfüllen. Und zwar kommen wir jetzt zu einer zierlichen, resoluten Frau, die nicht nur Mescherin und seine ländliche Umgebung hervorragend kennt, sondern auch zu Wasser in den Poldern. Sich nicht nur an der Schönheit der Natur sich selbst ergötzt, sondern die Schönheit allen nahezubringen, ist ihr Ansinnen. Ich bitte diese Frau zu mir. Sie möchte bitte sich bei Neptun zur Audienz melden. Wo haben wir diese denn? Ja! Sehr zaghaft, was eigentlich sonst nicht ihre Art ist. Nimm Platz und lass dich zur Audienz vorbereiten. So, ihr Nächsten, seid ihr bereit? Dann gebt ihr ordentlich Schaum, seift sie ein. Ordentlich einseifen, nicht zu knapp. Jawohl, dies. Schön verteilen. So, und nehmt jetzt den Pinsel und verteilt ordentlich den Schaum. Ich habe eigentlich abgesagt. In diesem Jahr. Also wenn es so weitergeht, ich muss mir das nochmal überlegen. Jetzt nehmt das scharf gewetzte Messer und schabt sie ab, reinigt sie. Ja.
Das Ungeheuer scheint immer noch sehr aggressiv zu sein und hungrig. So, greift jetzt zu dem Oderwasser, auf dem sie immer dahin fährt. Und gebt es ihr zu spüren. Spürt alles ab. Nach dieser äußerlichen Reinigung, bitte gebt ihr auch die innere. So. So, diese edle Frau erhält eine Taufurkunde, die wird verlesen von meinem Nachfolger. Taufurkunde. Durch die Hand seiner wässrigen Majestät Neptun, Herrscher über alle Meere, Flüsse, Seen, Tümpel und Rinnsale, wurde die staubige Landratte auf den Namen edler Schwan der Pallerwiesen getauft. Auf dass sie diesen Namen in Ehren trage und ihm einen stolzen Klang verleiht. So, und nun darf sie selbst nochmal zu Wort kommen, um ihr Ansinnen allen nochmal kundzutun. Ich danke vielmals für diesen wunderschönen Namen und werde ihn in die Polder mittragen und all meinen Mitfreunden im Polder mitteilen. So soll es sein. Wir entlassen den holden Schwan, auf dass er seine Federn glätte. So, und jetzt kommt die Rache an dem Unhold. Durch meine Lieblingsnixen, durch die Lippe, gib ihm ordentlich Schaum. Nicht zu knapp, immer geht den Schaum. Solch eine Störenfriede und Unholde, die dulden wir hier nicht, die werden wir läutern, auf dass sie einen edlen Charakter bekommen. So verteilt die Sahne ordentlich mit dem Quast. Verteilt die Sahne, ja, schön. Und jetzt das scharf geschniffene Rasiermesser, schabt ihm alles aus dem Antlitz, ab die Nase, auf dass wir ihn immer erkennen als Störenfried. So, und jetzt spült ihn ab und nehmt reichlich. So, und weiter. Und gebt ihm Wasser. Ich denke doch, diese Prozedur soll ihm eine Lehre sein, auf dass er sich wie nicht mehr so ungebührlich verhalte. Zum Abschied, auf dass er an uns denke, gebt ihm den inneren, läuteren, kräftigen Trunk, damit er ein ordentlicher Mensch wird. So, Donald, ich sehe schon in deinen Augen, die Besserung naht. Gehe zurück nach Hause, werde ein anständiger Mensch.